Schon fertig, okay. Dann gehen wir Frettchen töten. Wir töten kleine Frettchen, kleine armen Frettchen. Diese kleinen armen Frettchen, die haben keine Chance. La 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 la. Der kleine grüne Kaktus, der kleine Mini. Winziges Frettchen. Hier sind ja überall Frettchen, wieso muss ich so weit nach unten? Also wieder typisch. Typische Regnum-Quests. Jetzt habe ich das Ziel wieder aus. Jetzt kann man nicht einfach das Ziel lassen, wenn man mal daneben klickt. Ah, kleines Frettchen, ja, dann ist klar. Oh je, das sind ja winzige Frettchen. Dann ist klar. Wieso das da unten ist. Wie sich das gemerkt habe. Ja, Frettchen. Da ist schon mal eins. Ach komm, ihr seid so klein und dünn. Das sind die anderen. Sehr schön. Ein einziges Frettchen. Na gut, da oben ist noch eins. Ja, das ist ein winziges. Bitch, please! Yay, wir können die Quest erledigen. Es ist unmöglich. Wir haben keine kleine Frettchen. So, kommt. Ich will unbedingt jetzt mal ein bisschen vorwärts machen. Wir wollen in die Warzone. Der andere weigert sich mit zu supporten so früh. Dabei braucht man so früh unbedingt Support. Die mag einfach nur extrem schlecht sein, sind, weil sie kein Balancing haben, im Gegensatz zum Schützen hat der auch Balancing. Barbar hat auch kein Balancing, da ist viel zu stark am Anfang. Und ja. Aber es ist ein Game, das ist von ein, zwei Leuten gemacht wurde. Und deshalb kann man das nur ein bisschen verzeihen. Dafür hat es eine der besten Warzone-Systeme. Das nicht einfach alles raus und so. Das Strickding, man muss Sachen einnehmen und so weiter. Deshalb spiele ich das Game auch überhaupt. Viele können es nicht verstehen, aber ich kann es verstehen und das ist ja erfolgreich. Also, wieso nicht Let's Playen? Wo gibt es schon zwei Leuten gemachtes Game, das so extrem erfolgreich ist? Also, extrem ist jetzt übertrieben, aber es hat durchaus viele Gamer drauf. Und das ist ja nur Deutschland alleine. Wie ist es denn irgendwo in Argentinien, glaube ich, ist der Entwickler. Dort werden ja so extrem viele Leute dort sein. Es gibt einfach der Länderbonus natürlich und auch weil die viel sympathischer sind, viel mehr den Entwickler gönnen und so.
Das merkt man auch in Brasilien. Brasilien hat extrem viele Gamer, wo zwar nicht so bekannt sind, gute Gamer sind und so, aber die hängen an den Spielen, wie, als würde sie eine Familie sein. Das gibt's hier nirgends. Also, ja, ihr könnt gerne mal sagen, wenn ihr mal einen Gamer kennt oder so, der sehr sympathisch ist und mit euch auch spielt und kürzt ja gerne, ich würde. Aber das kennt man hier irgendwie wegen dem Stress und so. Nicht so. Ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt habe ich alle getötet und wie geht's weiter? Oje, oje. Also, eins fehlt Regnum sehr. Die Menge an Gegnern. Ich muss immer stundenlang laufen, bis endlich wieder der nächste Gegner kommt. Und überall sind winzige Frettchen. Was ist denn los? Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, laufen ist so schön und wenn es so schnell geht und wenn man so viele winzige Frettchen sieht, aber nicht braucht, das ist herrlich. Hier unten sind alle, okay. Ja, alles negativ. Ach, der Schaden ist nicht schlecht, aber zu schwach. Wisst ihr, wenn eine Quest falsch angezeigt wird, ich werde immer wieder rot, also das ist... Kann ich dafür, wenn ich die Quest, also die Frettchen nicht finde, wenn sie falsch deklariert sind? Kann ich nichts dafür? So schaden es meinem Let's Play und pff, kein Bock. Echt kein Bock. So, gehen wir nach oben wieder. Ja, ja, und das nervt auch extrem. Als würde das irgendwie Balancing sein. Okay, damit man nicht abhaut, aber... So extrem zu machen, nein. Ja, und bis die Musik abgeht, ist Feierabend. Also gehen wir nach oben in die Stadt wieder. In die Berge, wir gehen in die Berge. Also was bei Alsius sehr gut ist, ist das Design der Städte und so. Die Landschaften sind jetzt nicht so der Hammer, aber die Städte sind wirklich schön, also viel schöner als in Zürich. Da ist alles so ein bisschen außerirdisch, sozusagen, halt elfisch. Ist es plötzlich ein bisschen ruhig geworden. Es sind nicht mehr so viele Spieler herumlaufen.
So, jetzt haben wir schon wieder keine Quests. Ja doch, eine Folgequest. Gehen wir mal da hinein, vielleicht ist da noch eine Quest. Sie wird eben nicht angezeigt, irgendwie muss das sein, dass es angezeigt wird. Was haben wir hier? Nix. Nö. Können wir noch ganz nach oben? Ist auch nichts, sieht man. Ja. Jetzt runterspringen, das wär's. Freifall in den Tod. Mir wird schwindelig. So. Jetzt hier hin, wo ist das da? Zum Waffenschmied für Äxte. Und das ist auch die Waffenquest. So. Nochmals oder was? Mit Odi Full Glass. Mit der Odi! Ah, oh, hier geht's gar nicht durch. So. Jetzt. Nein, ich will nicht. Abbrechen. So, und jetzt wieder zurück. Und jetzt müssen wir hier hoch. Genau. So. Gut. Haben wir das. Mit Chopper Bottom. Das ist alles nicht übersetzt. Chopper Buff Pfeffen. Ich kann es nicht ausspielen. So, geht in den Feenwald. Sein weißes Fell von Deckfang.
Und dein Stab, die Schwarten. Ja, schlecht. 64,3. Siebzehn bis 24. Gut, wie war's noch? Junge? Junger? Junger?